Hallo liebe Leute, grüße ich zum Witz des Tages, wie fast jeden Tag. Heute der Karnevalwitz. Moment, ich suche mal weit. Hallo liebe Leute, grüße ich zum Witz des Tages, wie fast jeden Tag. Heute der Karnevalwitz. Und zwar ist der von Unternehmen Mugga, der hat mir den über Facebook geschickt, könnt ihr auch. Und der Karneval geht so, ein Ehepaar will zu Karneval gehen und haben sich beide ein Kostüm besorgt. Doch die Frau hat an dem Abend, als es losgeht, Kopfschmerzen und im Kopfschmerzen und legt sich ins Bett. Und man geht schon alleine los mit seinem Kostüm. Und nach 2 Stunden wird die Frau wach, fühlt sich pudelwohl und will, geht auch zur Karnevalparty. Und weil sie ein Kostüm hat, will sie ihn überraschen. Hat sie ein Kostüm an und der Mann das kennt das Kostüm nicht, dann will sie ihn überraschen. Und ausspionieren, was der Mann so macht, wenn sie nicht dabei ist. Und dann sieht er, dass er eine Frau mit der anderen tanzt. Der Mann hat auch ein Kostüm an und der tanzt immer mit vielen Frauen und dann mit einer. Und dann kommt sie mit ihrem Kostüm und tanzt auch mit ihm, obwohl er nicht weiß, dass das seine Frau ist. Und dann verführt sie ihn auf ein Schlafzimmer. Bei der Party ist ein Schlafzimmer, da gehen die beiden hin und haben 2 schöne Stunden. Und dann geht die Frau nach Hause, der Mann hat sie nicht erkannt, weil sie hatte Kostüm an. Und dann legt sich die Frau ins Bett und liest ein Buch. Der Mann kommt dann später nach Hause und sagt, dann fragt die Frau, ja, hast du einen schönen Abend gehabt? Nee, ich hatte keine Lust auf Party, ich habe mit meinem Freund gepokert. Aber der Freund, dem ich mein Kostüm geliehen hatte, der hatte, hat sich schön amüsiert. Okay, der Witz war ziemlich lang, den kann ich jetzt nicht wiederholen. Ich bin schon über 1 Minute, 2 Minuten, aber ich kann noch eben erklären. Der sagte, der Freund, den ich das Kostüm geliehen hat sich viel amüsiert. Das heißt, die Frau hat nicht mit ihrem Mann verführt und geschlafen, sondern mit ihrem Freund und der hat Spaß gehabt. Also ist sie fremdgegangen und nicht der Mann. Und das war ein bisschen peinlich da. Okay, so, kann man wieder abonnieren.